Palantir, mein Standpunkt zur geheimnisumwitterten Big Data Aktie. DAX, MDAX, TechDAX oder vielleicht auch DivDAX, welcher Index ist der beste? Wahre Stärke Aktien, welchen Werten hat die kürzliche Korrektur nicht zugesetzt, weil sie nach oben wollen? Und Alphabet, Teil der überbewerteten Tech-Blase oder noch immer mit viel Kurspotenzial? Alle Werte im Alpha-Check. Beginnen wir heute mal mit einem Indexvergleich. Die deutsche Börse listet ja so alle möglichen Indizes, angefangen vom DAX, aber hin bis hin zu seinen kleinen Schwestern, also der MDAX, Mittelstands-DAX, dann haben wir den Tech-DAX, den Dividenden-DAX, also wo vor allem dividendenstarke Unternehmen drin sind, und dann haben wir auch den Scale, also so eine Art früherer Entry-Standard, also wo vor allem Small Caps gelistet sind, mit aber vielleicht am meisten Kurspotenzial. Und schauen wir uns erstmal den Jahresverlauf an. Also wie haben sich die Indizes über das Jahr entwickelt? Da war zum Beispiel in den ersten Monaten des Jahres der Scale besonders stark. Und das ist auch kein ganz untypisches Zeichen. Also Small Caps laufen zu einem Jahresbeginn, typischerweise gibt es richtige Studien zu, besonders gut. Dieses Jahr war allerdings herausragend. So, auf das ganze Jahr gesehen, hat im Moment der TechDAX die Nase vorn. Auch ganz interessant, während in den USA jetzt so die hochspekulativen Titel ja ziemlich abgestraft worden sind, hat sich der TechDAX hier vergleichsweise gut gehalten. Und jetzt ist das, was wir hier sehen, aber natürlich nur irgendwo eine Momentaufnahme. Der Dividenden-DAX so ganz hinten, aber vielleicht, wenn wir jetzt 2 Monate weiterblicken, hat sich vielleicht alles wieder gedreht. Von daher lassen Sie uns mal einen Schritt zurück machen und mal eine langfristige Betrachtung anstellen, ob es da sozusagen systematische Divergenzen gibt, dass ein Index vielleicht stärker läuft als ein anderer. Den Scale habe ich hier mal rausgenommen, weil es den noch nicht so lange gibt von der deutschen Börse. Aber seit zumindest 2004 lassen sich hier die anderen 4 Kandidaten, lässt sich da mal zurückblicken. Und da sieht man, dass zum Beispiel der MDAX seit 2004 den DAX um 100% outperformt hat. Das ist jetzt durchaus nicht wenig. Und es ist ein typisches Bild für etwas, was wir auch in vielen anderen Ländern sehen. Also A, sozusagen nicht die ganz großen Titel, sondern ein bisschen die zweite Reihe. Und dann auch der TechDAX folgt nur kurz dahinter. Ist zum Beispiel in den USA auch so, wenn Sie in den Nasdaq investiert hätten, wären Sie auf lange Sicht deutlich besser gefahren als mit den Standardtiteln. Also ein Muster, was sich quasi über die Welt hinweg immer wieder zeigt in Ländern. Und von daher wäre zum Beispiel Stichwort Kinderdepot, wäre es mein Ansatz, wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Kinder investiere, nicht unbedingt auf den DAX zu setzen, sondern in die zweite Reihe zu gehen. Jetzt ist allerdings auch so, dass die kleineren Indizes auch volatiler sind, wenn es zum Beispiel mal nach unten geht. Und es gibt auch längere Phasen, wo der eine Index mal dem anderen vorausläuft. Schauen wir doch nochmal im letzten Schritt auf die aktuellen Bewertungen. Da stehen wir beim DAX bei aktuell einem wirklich günstigen KGV, also 14, ist dafür, dass wir eigentlich in einem riesen Bullenmarkt sind, nicht viel. Und liegt daran, dass wir leider ziemlich viele sehr wachstumsschwache Unternehmen im DAX haben und deswegen sozusagen die geringe Bewertung. Wir werden nach aktuellen Schätzungen dann fürs neue Jahr sogar auf ein KGV von 12,8 runterfallen. Das ist wirklich wenig. Also selbst für wenig Wachstum, DAX im Moment wirklich günstig gepreist. Dagegen, das, was ich vorhin gesagt habe, MDAX und TechDAX als meine Favoriten mit einem laufenden KGV von knapp 26 und knapp 28. Das ist wirklich teuer. Vor allem der TechDAX wird dann auch im nächsten Jahr nicht allzu stark runterkommen. Der MDAX hingegen, da werden wir dann in Bewertungen, die wirklich gut wären, also nach der Gesamtschau, also langfristige Renditen und auch, wie sieht's bewertungsseitig aus, wäre der MDAX auf lange Sicht mein Top-Favorit. Kommen wir zur Zuschaueraktie. Also wirklich einige Stimmen, die mich gefragt haben, ob ich denn nicht mal was zum Unternehmen Palantir sagen kann. Und es ist erstmal völlig verständlich, dass viele Anleger dieses Unternehmen und auch die Aktie spannend finden. Denn das ist es ja auch. Also man könnte jetzt erstmal aus der ethischen Richtung hergehen und sagen, naja, das ist mal ein Unternehmen, das die Verbrechen des 21. Jahrhunderts aufklären kann.
Terrorattacken, Cyberspionage, was alles uns jetzt neu, in der Neuzeit droht. Und mit Palantir gibt es da gute Mechanismen, gute Methoden, wie man da sozusagen dem etwas entgegenstellen kann. Andere würden aber vielleicht sagen, naja, das ist doch jetzt wirklich hier Big Brother der Zukunft und an sowas würde ich mich überhaupt nicht beteiligen. Das müssen Sie für sich erstmal entscheiden. Für beide Seiten gibt es gute Gründe. Und wenn man in das Unternehmen reingeht, tja, dann haben wir hier ein Unternehmen, was auf jeden Fall Top-Produkte anbietet zum jetzigen Zeitpunkt. Das sieht man allein daran, wie die Kundenbasis ist. Also in den USA, FBI, NSA, CIA, selbst in Deutschland kooperieren ja Landesbehörden der Polizei zum Beispiel mit Palantir. Wir haben auch große Unternehmen wie Ferrari und Merck, die Kunden sind des Unternehmens. Und das wären sie nicht, wenn das Unternehmen nicht wirklich gut wäre. Auf der anderen Seite ist das Unternehmen, muss man auch sagen, eine Blackbox. Also man wird natürlich die genauen Zugänge zu Informationskanälen nicht so sehr offenlegen wollen. Und auch die Vorteile hat, die man bei der Software, bei den Methoden, die man anwendet, hat, das wird man versuchen natürlich nicht allzu transparent zu machen. Und von daher haben wir hier weitestgehend ein Unternehmen, was ganz schwierig zu beurteilen ist. Man sieht nämlich auch nicht, was macht die Konkurrenz. Gibt es vielleicht irgendwann andere Unternehmen, die Ähnliches leisten können, sodass sozusagen die Marge, die erstmal vielleicht sehr hohe Marge, die ein Unternehmen wie Palantir grundsätzlich aufrufen könnte, man die so halten kann. Also viele Fragezeichen. Von daher könnte man jetzt sagen, komm, ich schaue mal rein auf die Fundamentals. Und die Fundamentals habe ich Ihnen hier mal abgetragen. Also Entwicklung seit 2018. Die sieht so aus, dass Palantir in diesem Jahr aller Voraussicht nach profitabel wird. Und jetzt im Jahr 2023 peilt man 23 Cent Gewinn die Aktie an. Das ist aber bei einem Kurs von knapp 20 Dollar immer noch ein KGV von 90. Und jetzt ist die Frage, wie groß da die Wachstumsperspektiven sind. Also wenn man jetzt rein mal von der Vergangenheit hergeht, dann haben wir durchaus Wachstum, aber ein KGV von 90 ist schon wirklich viel. Und weiter in die Zukunft zu blicken, das würde ich mir zumindest bei diesem Unternehmen nicht zutrauen. Und das ist sozusagen mein großes Problem, was ich mit dem Unternehmen Palantir habe. Es ist einfach zu sehr Blackbox. Also wie kann ich jetzt beurteilen, wohin es geht? Wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Wie fortschrittlich sind die Produkte wirklich? Wie wird es mit der Nachfrageentwicklung wirklich sein? Ganz schwierig, das alles zu beurteilen. Also wenn ich an die Aktie rangehen würde, dann zumindest auch irgendwie noch technisch. Und von der technischen Seite sieht es eben so aus, dass man die Aktie jetzt ganz aktuell nicht unbedingt haben muss. Also wir sind irgendwo in einem Niemandsland angekommen. Für mich wäre der Ansatz halt, dass man sagen würde, wenn ich jetzt hier reingehe und die Aktie steht vielleicht irgendwann 50% tiefer, ich wüsste gar nicht warum. Und das ist sozusagen das große Risiko. Also wenn eine Palantir, dann würde ich mir einen Punkt aussuchen, wo ich merke, oh, jetzt kommt richtig Nachfrage in das Unternehmen. Das heißt, hier gibt es irgendwo Insider, die wissen, oha, das Unternehmen ist absolut auf dem richtigen Weg und es wird sich auch umsatz- und vor allem gewinnseitig äußern. Und dann würde dieses Unternehmen mal steil anziehen und dann kann man versuchen, hier auf so einen Zug aufzuspringen. Also das ist eine Aktie, die würde ich dann wirklich rein technisch angehen. Aktuell spricht für mich zumindest eigentlich nichts dafür, dass ich jetzt unbedingt die Aktie heute kaufen müsste. Zeiten, an denen der Gesamtmarkt in eine Korrektur übergeht, sind aus vieler Hinsicht ziemlich interessant. Vor allem auch, weil man dann besonders mal angucken kann, welche Titel sich besonders gut gehalten haben. Das bedeutet nämlich, die Titel, die sich in der Korrektur relativ stabil halten, die sind offenbar, liegen sie in starken Händen. Und das ist durchaus auch ein Signal für den Markt der Zukunft mittelfristig, denn oft sind das die Aktien, die sehr gut aus einer Korrektur rausgehen, die in der Zukunft mittelfristig outperformen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch dann die ganz großen Verlierer in der Korrektur, die am stärksten sozusagen abgestraft worden sind. Und das ist jetzt eher eine kurzfristige Betrachtung. Kurzfristig sind das, wenn der Markt dann dreht, auch die Aktien, die am stärksten gewinnen. Aber das gilt erstmal nur kurzfristig. Von daher sozusagen beide Extreme interessant. Und deswegen habe ich gedacht, ich bringe Ihnen einfach mal jeweils eine Liste mit der Aktien, die Sie am stärksten gehalten haben in der jüngsten Korrektur und die, die es am schlimmsten verprügelt hat. Und wir gucken uns das Ganze erstmal an für Deutschland. Also ich glaube, ich habe als Market Cap Untergrenze 300 Millionen gezogen.
Und Sie sehen hier die Aktien, die sich seit Beginn der Korrektur, Stichtag war 19. November, am stärksten gehalten haben. Und siehe da, es gibt auch eine ganze Reihe an Aktien, die hier sogar positive Renditen inmitten der Korrektur gezeigt haben. Allen voran war hier eine Software AG. Jetzt, wenn Sie die Liste durchgehen, müssen Sie immer schauen, ob es bei dem jeweiligen Unternehmen besondere Nachrichten gegeben hat, die eben dazu geführt haben, dass der Kurs jetzt besonders gut war. Grundsätzlich ist mir aber aufgefallen, dass hier unter den Top-Werten zwei Versorger bzw. Energietitel mit RWE und Uniper gelandet sind und auch einige Titel aus dem Finanzsektor, also sogar eine Deutsche Bank oder eine GFT Technologies. Also das ist durchaus etwas, was hilfreich sein kann für die Trends von morgen, was sie eben sein könnten. Also die Top-Gewinner hier in Deutschland. Dann gucken wir nochmal kurz auf die Verlierer in Deutschland. Die sind in dem Sinne ein bisschen unstrukturierter. Oft auch Einzelmeldungen, die hier so ein Unternehmen natürlich dann besonders nach unten getrieben haben. Schauen Sie sich, wenn Sie mal zum Stockpicking treiben wollen und kurzfristig auf eine Erholung setzen, können Sie sich diese Liste mal angucken. Noch spannender ist es fast in die USA zu blicken, denn da gab es die größeren Verwerfungen, muss man sagen. Also da gerade die zweite Reihe im Tech-Sektor hat es teilweise ordentlich gekracht. Und Sie sehen jetzt hier bei den größten Verlierern auch eine ganze Reihe an Werten, die mindestens ein Drittel an Wert verloren haben in den wenigen Tagen. Was relativ durch die Medien gegangen ist, ist der Kurssturz bei DocuSign. Hier also auch sozusagen Sonderthema, denn wir haben hier schlechte Zahlen gehabt bzw. Schlechten Ausblick. Und das hat sozusagen der Aktie hier ganz massiv geschadet. Und bei den Gewinnern ist mir aufgefallen am US-Markt, also gibt es auch ganz viele, die jetzt auch in den letzten Wochen jetzt ordentlich angezogen haben. Und auch hier sind natürlich Einzelnachrichten wichtig. Aber es gibt hier 5 von den 10 Werten, kommen aus der Biotechnologie. Und wenn Sie mal die Biotechnologie verfolgt haben, allgemein in diesem Jahr, war das ein ganz, ganz schwaches Jahr für diesen ganzen Sektor. Und er hat sich aber jetzt gerade in der Korrektur ziemlich berappelt und es gab sehr viele positive Überraschungen, beziehungsweise wenn es welche gab, dann wurden die ganz ordentlich honoriert. Das heißt, das ist ein Fingerzeig und vielleicht etwas, was andeutet, dass man mit der Biotechnologie im Jahr 2022 wieder zu rechnen hat. Und als letztes schauen wir uns mal den Dauerläufer an, Alphabet. Das Alphabet-Unternehmen ist ja von der starken Tech-Korrektur kaum betroffen gewesen, hat zwar auch ein bisschen korrigiert, aber nicht so stark und hat vor allem einen sehr starken Trend. Und jetzt ist die Frage, ob sozusagen ohne wirklich wesentliche Korrektur das Unternehmen auch mit Blick auf das neue Jahr noch ein Kauf ist. Und dazu gucken wir uns mal die Fundamentaldaten an. Und die sind ja bei Alphabet wirklich wunderbar. Das Schöne ist ja hier, wir sind in einer defensiven Branche, die also nicht zyklisch ist. Und wir haben eine stetige Gewinn- und Umsatzentwicklung. Diese Woche übrigens kam auch die nächste Nachricht. Man gründet das Unternehmen Isomorphic Labs, was im Bereich KI in der Medizin tätig sein wird. Und das ist ja einer wirklich der großen Bereiche, wie man in der Medizin in Zukunft vorwärts kommen wird, indem man einfach ganz viele Daten untersucht, durcheinander würfelt und dann zu neuen Medikamenten oder vielleicht auch Impfstoffen kommt. Und wenn man sich jetzt anguckt, mal die Fundamentaldaten, wir stehen ja bei Alphabet gerade knapp unter $3.000. Und jetzt gehen wir mal aufs Jahr 2022, dann werden wir also auf ein KGV von so rund 28 hinauslaufen. Das ist natürlich für ein Unternehmen, was mit 20% wächst, könnte man vielleicht sagen, nicht ganz so günstig. Aber wenn Sie sich mal angucken, wie die Peer Group bewertet ist, also ähnliche Unternehmen, die mit 20% pro Jahr wachsen und das vor allem ziemlich visibel, also das Wachstum wird natürlich irgendwann dann auch langsam abebben, aber trotzdem zweistelliges Wachstum auf viele Jahre hinaus bei einem Unternehmen, was ein absoluter Weltmarktführer ist, dann ist das noch immer vergleichsweise ziemlich niedrig. Also von daher würde ich sagen, die technische Seite sieht wunderbar aus, vor allem nicht nur vom starken Trend her, sondern auch, weil die Aktie nicht stark mitkorrigiert hat. Und auch von der fundamentalen Seite, wenn man sich anguckt, was sonst für Bewertungen so bezahlt werden, dann sind wir hier noch wirklich günstig unterwegs. Also ich bleibe weiter bullish für das Unternehmen Alphabet.